Hallo bei einer neuen Runde Diamond Painting mit Franzi. Ich erkläre euch gleich was. Ich wollte nur sagen, ein Unboxing-Video. Ich mache es jetzt nicht auf. Einmal eine Tasche zum Painten. Einmal ein Spiegel zum Painten. Ich werde es, wenn ich wieder kann, euch ein Video machen. Dann einmal sind das Magnete für den Kühlschrank. Und einmal so eine Box. Und zwar, es werden halt die nächste Zeit erstmal keine Videos kommen, keine Lives, nichts. Ich war vom Montag bis gestern im Krankenhaus gelegen. Mit dem Verdacht auf Schlaganfall, Hirnhautentzündung. Ja, dann musste ich so einen Ultraschall für den Hals machen lassen. Und MRT, da bin ich aber fast zusammengebrochen. Das musste, musste dann abgesagt werden und eine Punktion, das heißt vom Rückenmark das Wasser vom Gehirn testen lassen. Gestern abends durfte ich heim. Es hieß dann, dass ich, dass mein Rückenmarkwasser gut ausschaut, dass am Hals sah gut aus und ich habe eine linke Gesichtshälfte, Lähmung. Tut mir leid, mir fallen auch gerade momentan die Wörter total schwer, weil ich momentan ziemlich harte Tabletten nehme. Ich habe eine linke Gesichtshälftenlähmung und ein Nerv ist entzündet. Das ist, also es ist kein Schlaganfall. Ein Schlaganfall wäre, wenn der Nerv im Gehirn wäre, dann könnte ich meine Stirn nicht mehr runzeln. Ich hatte das so arg gehabt, dass ich gestern zum Beispiel, vorgestern am Dienstag, mein Auge nicht mehr zumachen konnte. Ich muss mein Auge abends zudecken und eincremen. Und ich habe vor dem Gehirn einen Nerv, der ist entzündet. Wenn ich Glück habe, kann ich mein linkes Gesicht irgendwann wieder benutzen, weil es hängt momentan alles. Und wenn ich Pech habe, wird diese Lähmung für immer bleiben. Momentan nehme ich richtig harte Tabletten. Ich war heute auch beim Arzt und da hat er auch gemeint, es ist normal, dass sie dann so kaputt sind oder dass sie nichts mehr hinkriegen. Also. Ach, mir fallen auch gerade die Wörter, es fällt mir auch total schwer, darüber zu reden einfach. Weil Montag wurde ich halt eingeliefert als Notfall. Zum Schlaganfall und das war halt heftig die letzten Tage. Und ja, deswegen fällt mir das jetzt auch momentan total schwer, darüber zu reden. Aber ich wollte euch Bescheid geben. Eine linke Gesichtshälftenlähmung mit entzündetem Nerv. Ob das jemals wieder wird, keine Ahnung. Der Grund dazu, dass ich das gekriegt habe, war wahrscheinlich, dass ich mal ein Virus hatte und ich wusste es einfach nicht. Und momentan, wie gesagt, die linke Seite hängt und wenn ich Glück habe mit den harten Tabletten, kommt es wieder. Und wenn ich Pech habe, wird es immer diese Lähmung im Gesicht bleiben. Es beeinträchtigt einiges. Deswegen melde ich mich jetzt erstmal vorübergehend ab. Es wird auf jeden Fall, wenn es mir wieder besser geht. Ich muss jetzt bis zum 4.11. harte Tabletten nehmen. Am 14.11. habe ich wieder einen Termin beim Arzt, beim Hausarzt. Ob und wie, ich werde euch mal Update geben, wie es mir geht. Aber ich wollte euch einfach mal Bescheid geben. Das kam heute an, weil ich heute vom Arzt heimkam. Und mir fürs Auge so ein Urverband gebraucht habe, dass mein Auge, weil es abends nicht richtig zugeht, nicht austrocknet. Und dann kam das noch an, das wollte ich euch mal zeigen. Ich werde es als Mini-Unboxing und mit irgendwas noch hinzufügen, dass ihr Bescheid wisst, wie es mir geht, weil es haben in unserer Gruppe schon viele sich Sorgen gemacht. Ihr merkt es auch, dass das Reden, es fällt mir unheimlich schwer. Dann immer Luft holen und es ist unheimlich anstrengend. Also ich hoffe, ihr seid mir nicht sauer, ich hoffe, ihr versteht's und ich werde mich auf jeden Fall wieder melden bei euch. Danke für euer Verständnis, eure Franzi. Tschüss.